Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Resident Evil Revelation 2 mit mir, dem Rappelzappel am Joystick. So, unsichtbare Gegner, Freunde, unsichtbare Gegner, das ist das Motto. Und wir müssen jetzt verdammt aufpassen. Warum haben wir die mit Claire nicht gefunden? Ja, weil da ja keiner kicken kann. Oh, und da sind wieder so eine Viecher, die groß werden, wenn man denen zu nahe kommt. Papa Barry, da musst du mal ein bisschen was machen. So. Da war doch noch irgendwo eins. Da rumorte doch noch eins. Ja, da. Genau in der Kante. Es kommt näher! Wo? Wo denn? Es da! Schieß! Boah, Kleine, ey. Jemand hat hier richtig die Sau rausgelassen. Jupp, jupp, das waren wir. Was ist passiert? War nicht viel. Bin ich nur ein bisschen überfallen worden, aber ansonsten, boah, ging's eigentlich. Sturmgewehr-Munition, dann gib mal her hier. Können wir nochmal eine Aufwertung machen. Anti-Rückstoß. Ich glaube, da würde ich eher das Ding hier nehmen, wa? Machen wir mal Anti-Rückstoß hier. Ach, da geht nichts drin. Das ist ja mal sehr interessant. Ja. Die Python. Boah, ich wünschte, ich würde ein bisschen mehr Munition dafür finden. Für die Python. Achso, Kleine, Mensch, kick doch mal. Genau, kick mal, da ist da was. Oh, Sturmgewehr-Munition. Ja, mit der Klinie nochmal durch. Ich finde es aber immer noch schade, dass die Gegner nichts looten, dass sie nicht droppen. Gut, jetzt müssen wir mal kurz hier nach oben. Hier oben war nämlich noch eine Kiste gewesen. Die haben wir nämlich mit Claire entdeckt und mit der Moira. Drei Stück. Ey, bis jetzt gut getroffen, wa? Nee. Ach, da drüber. Oh, das war aber gut. Okay, was haben wir? Was Güldenes? Seltene Box. Okay, gib mal hier, Barry, nimm das. Ja, was Güldenes. Was Seltenes. So, das verarbeiten wir gleich mal. Gib mal, was wir da gekriegt haben. Betäuben Stufe 1. Okay. Machen wir hier hin. Pistole, wa? Wie könntet ihr jederzeit wieder rausnehmen? Das ist der Dude daran. Das ist der Dude daran. Die Modifikation kannst du alle wieder rausnehmen. So, jetzt lass mal Revue passieren. Wir kamen jetzt aus der Richtung. Hier ist alles zu. Da kommen wir auch nicht rein. Das heißt also, wir müssen da nach oben laufen.
Hier kommen wir auch nicht rein. Nee, nee, von da sind wir hier gekommen. Stimmt, aus der Richtung sind wir hier gekommen. So, die Wand hatten wir eingerissen. Hier liegt noch ein Stein für die Kleine. Ja, das heißt, wir müssen da nach hinten. So, hier kicken wir nochmal bitte rein, ob hier irgendwas drin ist. Nee. Nee. Okay. Das Ding ist echt verlassen. Hier hebt es nicht mehr. Der Heli ist auch nicht mehr am Start. Aber eine Kiste. So, da kommen wir auch nicht weiter. Wo geht das jetzt hin, Kleine? Sag was. Siehst du irgendwas? Hier oben ruf. Kleine, kick noch mal kurz hier hin. Ja, siehst du, da ist da was. Hier, komm, ich helf dir mal ein bisschen beim Tragen, Barry. Da ist wieder irgendwas. Weiter rechts! Nein, da! Schieß! Boah. Diese Viecher machen mich ja irre. Aber jetzt haben wir es eigentlich gut im Griff. Bis jetzt haben wir es noch gut im Griff. Gut, hier finden wir leider nichts mehr. Hier hinterm Haus vielleicht? Nee. Okay. Lassen wir mal die Kleine voraussehen. Obwohl das jetzt eigentlich nicht christlich ist, so ein Kind vorlaufen zu lassen. Aber sie ist die Einzige, die die Monsterfeuer sehen kann. Jedes Mal, wenn wir durch eine Tür gehen, verliert sie ihren Stein. Jetzt müssen wir jedes Mal einen neuen Stein suchen. Da liegt doch schon wieder einer. Komm, nimm mal mit. Hier bin ich schon mal lang. Ich meine, jeder muss hier bewaffnet sein. Vielleicht auch hier. Ja, natürlich war sie hier. So, Papa Barry. Ja, der wäre nämlich aufgestanden. Nur mal lieber sichert sich aber noch einen Schuss ab. Kleine, kick mal, ob du irgendwas findest. Boah, die sind so schnell, die Viecher. Boah. Boah, hier. Spür das Messer, das schlechter ist. Boah, so ein Mistvieh, ja. Die hätten sie ruhig mal ein bisschen anpassen können. Sind ja mal mega schnell, die Viecher.
So, hier ist nichts mit Kafka aufdecken. Aber die Kleine kann mal kurz kicken, ob wir irgendwas finden in der Ecke. Nee. Ja, stimmt, hier haben wir ja den Schulhofrenner. Den Jens oder Jan oder wie der hieß. Der der schnellste war am Rennen. Und jetzt regnet's. Ist dir auch warm genug? Ich komm schon klar. Ach, ja. Einmal Papa, immer Papa. Wo sind deine Mom und dein Dad? Gestorben. In Terra Kitschia. Du warst da, als die Stadt gefallen ist? Tut mir leid. Das war bestimmt nicht leicht. Du bist ein toughes Mädchen. Danke. Leute wie ich sollten eigentlich Leute wie dich vor Bioterroristen schützen. Wir hätten euch nicht im Stich lassen sollen. Wo bist du denn nachhin? Terra Safe hat mich in ein Heim gebracht. Eine Anstalt. Tut mir leid, Natalia. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Hm. Wir können auch nichts mehr weiter tragen. Das ist das Problem. Gib mal die Kleine hier. Kann noch ein bisschen Gewehrmunition mitnehmen. So, und ich denke mal, hier werden noch mehr Hunde kommen. Deswegen werden wir hier gleich mit Barry vorangehen. Die Munition fehlt uns jetzt erstmal nicht. Oder ich will doch mal mit dir kicken. Im Moment ist es ja ganz ruhig. Hier kommt ja keiner. Kann man hier runterkraufen? Nee. Da wäre noch eine leere Flasche gewesen. Oh, 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 komm. Nee, da kommt nichts. Okay, schnell durch. Komm, Kleiner. Ach, guck mal, wir haben beobachtet. Wir werden beobachtet. Was ist los? Oh, ich habe auf dich gewartet. Nichts. Was? Können wir gehen? Er hat uns von da oben beobachtet. Gib mir mal die Sniper. Was war das für einer? Ein Hank oder was? Ah, guck mal. So. Unser Kumpel hier, der Renne-Philipp da, der ist ja da irgendwo lang. Ach nee. Wie nett, dass ihr auf uns wartet. Oh shit. Boah, beweg dich doch mal nicht so scheiße, hier, du Körperklaus. So. So, Kleine, kick doch mal bitte, ob du hier irgendwas findest. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen Munition verballert. Wäre schön, wenn wir jetzt das wiederfinden würden. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, ist ja jetzt ein ganz anderer Weg. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sie sind drin. Sei vorsichtig. Ja, geht es jetzt oben oder unten lang? Was machen wir? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier unten sind, wa? Ach nee, schon wieder hier so ein Körperklaus. Der hat doch garantiert im Kopf. Was ist das?
Scheiße! Boah! Nimm mal schnell ein Kraut. Hier haben wir so eine Lappen. Von wo? Alter, bist du denn Jeck? Boah. Kommt der da einfach die Treppen runter gerannt? Tot? Ja, sonst würde er wieder aufstehen. Alter! Bist du denn Jeck, du beklopptes Stück? Kommt der da einfach runter, hier flitzt? Oh, Magnum-Munition. Nimm mit. Ich wusste, wir hätten lieber mit der Magnum hier arbeiten sollen. Aber ob ich jetzt mit der Pistole nicht richtig treffe oder mit der Magnum nicht richtig treffe, ist ja jetzt vollkommen egal. Okay, hier kommen wir zum Hinterraum. Das ist im Hinterhof. Barry? Boah, ich würde gerne mal mit der Magnum ein bisschen... Oh nee, komm, die heben uns auf. Ich finde die Magnum eigentlich so cool. Ich glaube, die lassen wir mal. Im Fuß, im Fuß. Okay, da geht's weiter. Mädel, komm, wir müssen nochmal zurück. Bevor die Zeit um ist. Schnell. Sehen wir das oben gerne nochmal ankicken. Weil die Wiesen, wenn man nach oben. Oh, was ist das da? Eine Stadtkarte. Ja, gib mal her. Das ist wichtig. So, nach oben hätten wir gehen können, wa? Ja. Ah, jetzt müssen wir mit der Kleinen wieder arbeiten. Ach, ein Ständchen. Ach, hier hätten wir einen Bohrer hier brauchen können. Okay. Bohrmaschine. Alles klar. Das heißt, wir treffen vielleicht noch einen. Aber das können wir ja so hier nicht stehen lassen. Das heißt, wir würden vielleicht noch einen treffen. Wie hieß denn der hier? Speedy Gonzales oder was? Carlos. Der hatte doch die Bohrmaschinen. Wo ist er eigentlich abgeblieben? Ach nee. Was bist du denn für einer? Was ist das denn? Schmeißt du hier mit, was ist denn das? Schmeißt du hier mit Biomasse um sich? Ich will auch keine Ahnung hier, das stinkende Zeug. Halt die Schnauze! Das Monster. Boah! Komm mal weg, ihr Kleiner! Ja, kletter mal nach oben ruf. Das ist ein Duty. Wie ist die da rüber gekommen?
ist einfach rübergesprungen. Die Kleine. Ja, jetzt ist natürlich die Munition alle. Warum? Wo ist er denn? Wo ist er jetzt abgeblieben? Da kommt er. Im Kopf. Ich wusste das. Ich wusste, dass er das im Schädel hat. Boah. Oh, Natalia, das musst du mir jetzt mal erklären. Wie bist denn du darüber gesprungen? Wie bist du denn drauf? Du bist irgendein Experiment. Und kein Experiment der normalen Sorte. Ich meine, ich weiß, du bist noch jung und agil, aber... ist ja nicht normal, wie du da gesprungen bist. Kannst du bei Olympia mitmachen. So, wir könnten mal kurz Munition ein bisschen austauschen, Kleine. Gewehrmunition. Ah, das müssen wir erstmal alle leer schießen. Warte mal, wir haben ja hier nur einen Stofffetzen mitgenommen. Warte mal, machen wir hier kombinieren. So, dann haben wir noch mehr Stoff. Oh, Entschuldigung, da muss ich gerade mal niesen. Aber 21 Minuten. Nee, ist noch nicht Zeit. Wir müssen noch ein bisschen vorankommen. Okay, geht's überall nicht weiter. Da hinten sehe ich aber eine rote Lampe. Ich glaube, hier müssen wir... Ja. Guck mal, hier haben wir noch ein Kistchen. Ach, was kletterst du denn da schon wieder, du Äffchen? Hör doch mal auf zu klettern. Nee. Oh, sehr gut. Okay, was haben wir denn? Erweiterungstasche Natalia. Ja, sehr schön. So, haben wir einen neuen Packesel. Wie viel hat's denn? Oh ja, geht mal doppelt so viel. Sehr schön. Sehr schön. So, wo sind wir denn? Ach nee. Das war das, wo das Spiel beim letzten Mal abgekackt ist. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich glaube, jetzt kackt er gleich wieder ab. Man kann auch gar nicht sehen, ob man überhaupt noch eine volle Leiste hat. Ne, ist eine Pulle. Okay, jetzt guck mal bitte, ob du irgendwas findest. Ja, komm hier, nimm mal die Flasche mit. So, auf der Rutsche ist auch nichts. Ja, der Weg ist ja schon geebnet hier. Wir müssen ja nicht mal viel schieben. Da hinten nochmal ein grünes Kraut. Wer hat das hier versteckt? Ist egal, nehmen wir mit. Ach, guck mal, wer da steht. Barry. Du hast aber auch nichts gesehen, wa? Im Fuß. Im Fuß, Herz im Fuß, Herz im Fuß. So. Guck mal, da oben ist noch einer. Der schmeißt wieder mit Biomasse.
Der schmeißt er wieder mit Biomasse. So, jetzt haben wir ihn. Ja, das Zielen mit dem Joystick ist echt ein bisschen schwieriger. Ich war ja damals, war ich ja ein reiner Konsolenmensch gewesen. Da bin ich überhaupt gar nicht auf den PC klargekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ging das mit dem PC überhaupt gar nicht. Aber die Spiele, die muss man einfach mit dem Joystick zocken. Also was wie Resident Evil und so. Ist echt, echt doof mit der Tastatur. Es gibt Leute, die können damit viel besser spielen. Ich finde das nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das nicht so berauschend. Ach, ist da wieder irgendwas? Wenn sowas schon kommt... Haben sie alle unten versteckt. Oh, Barry, mach mal Licht an. Ach, der hat Licht an. Ach, dann ist ja... Oh Gott, Freunde, dann tut's mir echt leid. Dann ist es für euch ja richtig dunkel. Hinten! Boah! Das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Barry, leuchte mal ein bisschen. Du bist ja wie deine Tochter. Die kann auch nicht richtig leuchten. Ah, das sind wieder so eine Viecher. Barry, mach du das mal. So. Aber hier wird irgendwo noch was sein. Bin ich ganz sicher. Barry, mach mal Lampe an hier. Mach mal Funzel an. Warst du in der Schule auch keine große Leuchte, wa? So eine Psychoviecher, wa? Ich glaube, das sind so eine Psychoviecher. Die dich benebelt im Kopf machen. Deswegen hast du auch diese komische Anzeige. Oh, da liegt was. So, komm, nehmen wir mal alles mit hier für Papa Barry. Hier haben wir noch so mal eine Kiste. Ja, sehr gut. Die nehmen wir noch mit. Und dann machen wir mal Feierabend, Freunde. Dann sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Nee, das war falsch. Ach man, hätte ich mal vorher abgebrochen. Ja, sehr gut. Was haben wir? Wieder so ein Koffer. Na gut. Was heißt, ist auf jeden Fall wichtig, das Ding mitzunehmen. Gut, Freunde, dann würde ich jetzt hier einen Cut machen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ihr merkt, ich muss erst langsam wieder hier in Schwung kommen. Es ist Sonntag. Bin gerade erst aufgestanden. Und ja, eigentlich sollte man Resident Evil ja in der Nacht spielen. Ja, ist schon richtig. Aber ich habe einfach immer Lust darauf. Ich habe einfach Lust. Und außerdem gibt es bei Steam gerade ein Halloween-Special, wo jeder Teil von Resident Evil, Freunde, ich habe mir gestern alle Teile von Resident Evil gekauft. Ja, da war irgendwie so ein, sag schon, so ein, ja, Resident Evil-Bundle. So, das ganze Ding hätte insgesamt 201 Euro gekostet. Ich habe es gestern für 46 Euro gekauft. Ja, war megamäßig runtergesetzt.
Richtig geil. Ich habe auf jeden Fall jetzt jeden Teil, außer natürlich Resident Evil Zero und Resident Evil Operation Raccoon City. Aber da finden wir bestimmt auch noch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall kann man gespannt sein. Resident Evil Reihe wird mit dem Teil hier nicht abbrechen. Zumal ich ja auch unbedingt den ersten Teil nochmal zocken will. Ja, den Remastered, der war auch da mit drin gewesen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Wir werden einfach sehen, wie sich das auf dem Kanal hier entwickelt. Ich wünsche euch jetzt an dem Punkt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bleibt mir treu und vor allem gesund. Haut da rein, euer Rappelzappel. Zers.